Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Wir machen einen Abstecher nach Wuppertal, wo ein Migrant, ein Moslem mit Migrationshintergrund, 17 Jahre alt, in einem Wuppertaler Gymnasium einen Abstecher bei mehreren Schülern verübt hat. Danach hat er noch einen kleinen Abstecher zu sich selber gemacht. Er fühlte sich innerlich dazu berufen. Könnte das vielleicht mit der Religion zusammenhängen? Ist einfach nur so eine Frage, weil immer wenn solche schrecklichen Sachen passieren, ob jetzt in Deutschland oder der Welt, dann hat man meistens einen religiösen Hintergrund und ja, da häuft sich leider die Religion des Friedens. Ihr wisst ja, das F steht für Frieden. Muss sich sowas in Deutschland erst wieder häufen? Muss es täglich oder wöchentlich zu einer solch grausamen Tat kommen? Oder möchte man vielleicht vorher anfangen umzudenken und das Problem ansprechen, ohne da gleich in eine böse Ecke gestellt zu werden? Ich weiß, liebe Grüne, das Thema ist komplex und wir als Content Creator und YouTuber, die darüber berichten, zerren ja nur diese armen Migranten und Flüchtlinge in die Kamera, weil das sind ja alles nur Einzeltaten. Einzelfälle möchten uns ja gerne die Medien klar machen. Aber was war denn denn Neues? Da sollte dann die Scharia-Polizei wieder aufleben. Hier haben wir auch einen religiös geprägten Hintergrund dieses jungen Mannes. Ist das vielleicht ein Muster? Ich habe euch ja auch schon ein paar andere Videos gezeigt von Schulen, wo beispielsweise die Lehrer oder die anderen Schüler sich beschweren, dass es da zu Problemen kommt. Tja, da könnt ihr mal raten, wer da teilweise auch ganz stark mit im Boot sitzt. Welche Gruppe da möglicherweise überrepräsentiert ist, wie ihr es ja wahrscheinlich jetzt in die Kommentare schon schreiben werdet. Es ist wirklich nicht schön. Und der Zug nimmt immer mehr Fahrt auf. Es wird einfach jeden Tag schlimmer und ich persönlich, wenn ich mir darüber Gedanken mache, Kinder in die Welt zu setzen, ja, die werden bestimmt nicht mehr auf eine öffentliche Schule gehen, weil die öffentlichen Schulen hier sind eine absolute Katastrophe, um es mal wirklich zu sagen. Wenn man sich teilweise hier im Umfeld Schulen anguckt, obwohl man auf dem Dorf wohnt, wo dann, ja, so 50-80% Migrationshintergrund bei den Schülern vollkommen normal ist. Also, boah, ist das das Deutschland, in dem du gut und gerne leben möchtest? Also, wir müssen auch nicht darüber reden, dass die Familienpolitik in den letzten Jahren halt eine absolute Katastrophe ist und es sich einfach finanziell für ganz, ganz viele Familien nicht rentiert, Kinder in die Welt zu setzen, gerade wenn man arbeitende Bevölkerung ist. Wenn man natürlich beispielsweise in der sozialen Hängematte liegt, dann interessiert es ja auch nicht, ob man jetzt ein Kind hat, zwei Kinder oder 15 Kinder hat, weil der Staat zahlt da ja relativ gut für. Also ich habe auch gehört, dass es da einige Familien gibt, die sich damit ihr Leben finanzieren. Ich frage euch jetzt abschließend, möchtet ihr noch mehr Abstecher aus Wuppertal und der Welt in Deutschland haben? Dann wählt einfach weiter das, was wir aktuell in der Regierung haben oder die CDU. Damit wird es bestimmt weitergehen. Sollte euch das nicht gefallen, denkt mal darüber nach, informiert euch auf verschiedenen Seiten, auf verschiedenen Quellen und dann überlegt, was ihr denn stattdessen wählen könntet. Und das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Ich persönlich finde es einfach nur erschreckend.